Insbesondere interessant ist das Schauspiel, was für mich wesentlich nicht zur Aufklärung der tatsächlichen Abläufe zu Wirecard beiträgt, wie man versucht, einerseits von CDU, CSU entsprechend das Finanzministerium um die BaFin, die sicherlich Versäumnisse hat in den letzten Jahren, mit hineinzuziehen. Da müsste man aber auch die Frage nach Herrn Schäuble, zweistufiges Verfahren, wir haben es gestern schon erörtert, einmal stellen und ob das noch zeitgemäß und adäquat ist. Und auf der anderen Seite haben wir gestern sehr viel Zeit, wie ich finde, unnötigerweise bei der Frage verloren, die sicherlich delikat ist, ob die Bezirksregierung Niederbayern dann nun ein Finanzunternehmen hätte geldwäscherechtlich nach GWG untersuchen müssen. Interessanterweise ist aber herausgekommen, wenn dann eine Landesregierung sagt, sie hält sich dafür nicht für zuständig, dann kann es sogar passieren, dass ein großes Unternehmen weder nach Geldwäschegesetz von der BaFin überprüft und überwacht wird, noch von einer durch die Landesregierung dazu ermächtigten Stelle. Also das war für mich gestern sehr, sehr interessant. Ansonsten bleibt sehr viel Aufklärungsbedarf. Ich bin heute sehr gespannt, was Herr Hufeld zu berichten weiß. Auch da scheint schon ein gewisses Schwarze-Peter-Spiel vorzuherrschen. Also gerade was die Entscheidung um den 3. Dezember 2018 angeht, als dann eben die Wirecard Bank zum Tochterunternehmen der Wirecard AG erklärt wurde. Auch hier werden wir sicherlich auch als AfD-Fraktion bissig dranbleiben. Aber nochmals, ich bleibe bei dem Statement von gestern. Nur ein Untersuchungsausschuss letztlich, wenn wir dann tatsächlich alle Herrschaften unter Eid bekommen, wird Aufklärung schaffen. Was mir viel zu kurz kommt, ich hätte auch gerne Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hier gehabt, insbesondere natürlich der Prüfungsgesellschaft, die seit 10 Jahren die Wirecard AG sozusagen begleitet hat, mit den dann zu beobachtenden und zu diagnostizierenden Erfolgen oder auch Nichterfolgen. Es gibt wenig Aufklärung, es gibt Widersprüche und wir werden alles dafür tun müssen, dass wir heute einen großen Schritt weiter vorankommen. Im Wesentlichen haben wir heute die Situation, dass die Einstufung von Wirecard, der Wirecard AG, noch einmal das Thema wird. Das ist der Kernpunkt, wie man dazu kommt, dieses Gebilde von 56 Unternehmen mit einer TAN-Kappe, nämlich einer Bank vorne dran, als Nicht-Finanzunternehmen einzustufen und nicht das Gesamtkonstrukt als Finanzholding zu prüfen. Das ist eines der Kernfragen, die wir an die BaFin, an das Bundesfinanzministerium stellen. Wir haben uns die Frage gestellt und unseren Gästen die Frage gestellt, wer für die Geldwäscheaufsicht zuständig war. Dabei ist zutage getreten, dass sich sowohl die BaFin nicht zuständig fühlte, weil sie das Unternehmen nicht als Finanzholding eingestuft hat und gleichzeitig die örtliche Landesbehörde auch nicht die Wirecard AG in geldwäscherechtlicher Hinsicht beaufsichtigt hat, weil sie nicht als Finanzunternehmen eingestuft hat. Und das führte eben dazu, dass keine Geldwäscheaufsicht weitgehend über die Wirecard AG erfolgt ist. Und da knüpfen wir heute an bei diesem Thema. Es geht wieder um das Thema der Einstufung der Wirecard AG. Wir haben zunächst BaFin-Präsident Hufeld und Bundesbank-Vorstand Professor Würmeling zu Gast. Da wird es auch um diese Fragestellung gehen. Gerade BaFin-Präsident Hufeld wird sich fragen lassen müssen, warum eine Einstufung als Finanzholding nicht stattgefunden hat durch die BaFin und gleichzeitig, warum auf eine entsprechende Anfrage aus Bayern so unkooperativ reagiert wurde, wo doch klar wurde, dass offensichtlich keine geldwäscherechtliche Aufsicht über die Wirecard AG erfolgt ist. Dass die Financial Intelligence Unit des Zolls bereits Anfang 2019 zwei sehr werthaltige Meldungen an das Landeskriminalamt Bayern übermittelt hat. In diesen Meldungen ging es um Vorstände der Wirecard, die in offenbar merkwürdige Transaktionen verwickelt waren. In diesen Meldungen sind schon Worte gefallen, die heute über alle Ticker laufen. Was dann aber uns mitgeteilt wurde, und da konnte auch die bayerische Staatsregierung nicht zur Aufklärung beitragen, ist, dass offenbar diese Smoking Gun, die schon Anfang 2019 an das Landeskriminalamt Bayern ging, dort von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt wurde. Und das ist natürlich ein Punkt, der schon aufhorchen lässt. Denn es wird sehr viel zu Recht über politische Verantwortung diskutiert. Aber diese viel gescholtene Einheit des Zolls, häufig auch zu Recht, hat 2019 offenbar die heiße Spur auf diesen Fall
gehabt. Und das Ganze ist dann bei den bayerischen Strafverfolgungsbehörden versandet. Und das ist schon eine Erkenntnis des letzten Tages, die es herauszuheben gilt. Das hat sich das fortgesetzt, was wir seit Wochen bei allen Beteiligten beobachten konnten. Jeder Einzelne, den wir befragen, hebt die Hände und erzählt uns, wofür er nicht zuständig ist. Keiner der Befragten, auch gestern nicht, hat die Hand gehoben und gesagt, das war meine Verantwortung. Und genau da sind wir am Kern dieses Problems. Bei Wirecard verweigert jeder einzelne Akteur persönliche Verantwortung. Und solange das so ist, ist diese Affäre nicht aufgeklärt. Und solange das so ist, werden wir auf weiteren und schärferen Untersuchungen bestehen. Wir haben gestern beispielsweise gehört, dass der Freistaat Bayern sich nicht für die Geldwäscheaufsicht über die Wirecard AG zuständig fühlt. Wir haben gehört, dass die Financial Intelligence Unit des deutschen Zolls nur einen Bruchteil der eingehenden Verdachtsmeldungen wirklich ernsthaft auswerten kann und weitergeben kann an die Staatsanwaltschaft. Und genau das ist ja das Bild, was wir auch in den letzten Wochen bei Herrn Scholz und Herrn Hufeld gesehen haben. Verlierer des Tages gestern ist aber ganz klar der Freistaat Bayern. Es ist deutlich geworden, dass die Wirecard AG eben von Bayern nicht überwacht worden ist. Meine Meinung ist, Bayern wäre dafür zuständig gewesen und wäre es auch heute noch. Und wir haben auch gesehen, dass eine Verdachtsmeldung, die an das Landeskriminalamt München ging, zu einem sehr frühen Zeitpunkt 2019, dort eben ganz schnell bei der Staatsanwaltschaft zu einer Einstellung des Verfahrens geführt hat. Hätte man da ernsthafter weiter ermittelt, hätte man vielleicht auch Zweifel bekommen insgesamt an den handelnden Personen bei Wirecard und hätte auch all die Dinge, die rund um die Kursmanipulationen und die Marktmanipulationen ermittelt worden sind, in einem ganz anderen Licht betrachtet. Wir haben die wesentliche Erkenntnis gestern beim Bundeskanzleramt gehabt, dass man dort nicht die Financial Times liest. Und wir haben die wesentliche Erkenntnis, dass die Ausstellung von Kreditkarten zum Beispiel für Nachrichtendienste, wenn sie denn erfolgt ist, das wissen wir nicht, keine Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst beinhalten soll. Wir haben dann von der Justizministerin erfahren, dass man hofft, im September sich zu einigen in der Ressortabstimmung auf die großen Reformen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, dass sie aber wahrscheinlich nicht über das hinausgehen, was man auf EU-Ebene bereits diskutiert. Wir sind dann weiter zu den Bayern geschritten und da wird es wirklich interessant, weil wir da dieses Zuständigkeitstennis beobachten können. Das heißt, die Bayern haben ja am Tag des Insolvenzantrages festgestellt, dass sie nicht mehr für Wirecard AG zuständig sein wollen. Vorher fühlten sie sich zuständig und da hat man wohl beide Augen zugemacht. Und wir müssen bei den Bayern tatsächlich auch fragen, was da bei der Staatsanwaltschaft gelaufen ist. Es gab ja auch mal ein Abendessen von Herrn Stoiber mit Herrn Masalek und Herrn Sarkozy. Das stand in der Süddeutschen Zeitung. Da haben wir weitere Fragen, die gilt es aufzurollen. Und ich glaube, dass wir keinesfalls uns eines Untersuchungsausschusses entledigt haben bisher. Denn wir haben zwar die Sommerpause vorgearbeitet, aber die wirklich wesentlichen Dokumente, auch die regierungsinterne Kommunikation zur Flankierung von Wirecard in China, die wurde nicht offengelegt.